Und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Destiny-Hexe-Projekt. Ja, ich tue gerade mal refreshen, aber wir sind immer noch alleine da und beziehungsweise auch alleine hier unterwegs. So, unser Plan, beziehungsweise mein Plan war, mich hier niederzulassen, denn wir haben hier vorne eine Farm. Und die werden wir uns auch zunutze machen. Da vorne haben wir ein paar Sachen und wir müssen auch unser Grund aufbauen. Und im Hintergrund haben wir sozusagen noch ein bisschen Meer, beziehungsweise Wasser, was uns sozusagen ein bisschen Schutz bieten kann. Und zusätzlich dieser Berg, der das natürlich auch ermöglicht, da erstmal drauf zu kommen, da sieht man gleich direkt auch die Leute drauf. Das ist natürlich das Geile und hier werden wir sozusagen unsere Basis einschlagen in diesem Untergrund hier. Dazu ist aber erstmal vieles nötig, was wir erstmal hier reingehen. So. Wie gesagt, das ist viel nötig. Da tun wir uns erstmal einbauen hier. Und mal gucken. Naja, aber ich glaube, hier unten drunter ist nichts, ne? Nicht wundern, hier dieses komische Lila, was jetzt vor unseren Augen ist, ist der Coin of Future, der uns diesen, oder Fortune, ne? Fortune of Future. Fortune, Fortune, genau. Der uns das immer hier rein ins Inventar pumpt. So, jetzt habe ich doch irgendwo Chests gehabt, ne? Hier sind sie nicht. Weil irgendwo sind jetzt Chests drin gewesen, die ich jetzt brauche. Nein. In den, nein, in den. Ne, da sind sie drin. Da können wir auch gleich hier den das rausnehmen und die Öfen sind irgendwo anders drin. So, grundlegendes Aufbauen. Erstmal hier ein Lager. Erstmal alles hier rein, was ich nicht brauche. Die Rucksäcke, die können wir vorerst erstmal so lassen. Warte mal, das ist jetzt. Warte mal, das müssen wir gleich. Wir tun gleich direkt zu. Zumindest was sortieren. Hier kommen Erze rein. Erzmaterial. Hier kommen Monstersachen. Und hier sowas vielleicht. Baumaterial. Oh, nicht die. Hier. Und hier kommt erstmal der ganz andere Schmock rein. Weil je mehr wir jetzt vorher sortieren, desto einfacher ist das für uns später. Hier muss auch noch Nahrung rein, ne? Oh, warte mal, ich tue mal das hier da rein, dann kommt die Nahrung hier unten rein. So, die können wir eben hier ausweichen. Was ist hier drin? Nein. Nein. Na genau, wir machen erstmal den Rucksack hier. Material, Material, Material. Zack, weg damit. Wobei wir. Ja, die lassen wir erstmal in Blöcken drin. So, nee. Nee, die erstmal gerade wegtun. Brauchen wir vielleicht den. Na, Monsterzeug und. Oh, warte mal, die sind falsch hier drin. Monsterzeug. Die Uhr gar nicht geshoppt. Dann haben wir jetzt noch ab jetzt. 10 Minuten. Dann wird es, glaube ich, auch eine kürzere Folge. Dann schaffen wir auch vielleicht noch eine zweite Folge heute. So, das hier rein. Hier ist nichts mehr. Der könnte jetzt zum Beispiel wieder hier in so eine Kiste rein. Hier ist Nahrung drin. Das ist immer super. Nahrung brauchen wir immer viel. Ne, Nahrung. Wo tun wir die mal rein? Da ist eine Nahrungskiste. Wir müssen uns gleich auch irgendwas eindenken bzw. einfallen lassen, dass wir das schneller ernten können. Magic Seeds, die kommen irgendwo im Untergrund rein. Oder wo ich mich auf jeden Fall schnell heilen kann. Pilze, die kommen ja auch nicht rein. Und was war hier noch? Das ist auch fertig. Dann können wir die doch hier eigentlich reintun. War das jetzt richtig? Der ist auch leer. Ja. Auch leer. Hier waren jetzt so Quatschzeug drin. Das Quatschzeug kann erstmal hier in so eine Kiste rein. Dann ist der nämlich auch weg schon mal vom Fenster. Das ist noch das Material drin und das. Hier ist Rüstung drin. Wisst ihr was? Der kommt erstmal hier rein und hier war. Hier war auch noch ein bisschen Quatsch drin, okay. Das brauchen wir vorerst erstmal. Sonst ein bisschen vorbereiten können. Rein mit dir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Weil damit werden wir jetzt ziemlich gleich beginnen, erstmal ein Bett hier hinbauen. Ach so. So. Jetzt wollen wir gerade mal schauen. Ich wollte mal eben gucken. Jetzt ist es dunkel. Gehen die Spawner davon ab? Ne. Die
Die bleiben ganz schön in Ruhe, die spawnen, alles klar. So. Aber dennoch bauen wir hier ein Bett rein, damit wir ganz gemütlich hier weitermachen können. Aber vorher tun wir noch ein Brot schnacken. So. Lalalala, set home. So. Was war jetzt hier drin? Ach so, jetzt war hier noch Soul Sand drin. Den wollte ich doch hier reinschmeißen. Das kann weg. Das kommt erstmal irgendwo hier rein, was ich gerade nicht brauche. Pfeile, ja. Brauche ich nicht. Das brauche ich, das brauche ich. Allgemeiner Stuff brauche ich. Ich brauche ein paar Outwood-Setzlinge. Erde habe ich natürlich nicht, aber ach, wir brauchen keine Outwood. Ich sehe ja bei mir, dass ich da hinten einen Wald habe. Hatte ich irgendwo Schaufeln drin, in irgendeinem Pack hier drin? Zumindest das Werkzeug würde ich rausnehmen hier. Dies ist doch immer schön. So, da sind Bäume. Wo baue ich mich denn hin? Na, ich glaube am besten hier vorne hin sofort, ne? Er ist der Lizardmann. Oh, Alter, hat er mich vergiftet, die Sau. Ne, Slow-Mo hat es mir nur gegeben, okay. Tierchen frei. So, Sand abgraben, warte mal, wir können auch den Leben hier mit abgraben. Nein, wo ich meinen Coin of Fortune? Der wird sich jetzt hier super machen, wo ist er? Na, wo habe ich ihn reingeschmissen? Da ist er. Der macht es auch ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt den Box bekomme, jetzt der Rest auch. Boah. So, Rino. Jetzt kommt der nämlich auch hier angeschissen. Wow! Wollt ihr euch alle mit mir anlegen, oder was? Ich war von euch allen nicht begeistert, aber ihr müsst mich doch nicht gleich alle schlagen. So, den werden wir jetzt so weit auskleiden, dass wir hier ein Monster farmen können. Das heißt, MPs farmen ohne Ende und Material, auch wenn jetzt das ein bisschen blöd ist mit dem Lohnrouten, aber den werde ich ein bisschen auskeschern. Den werde ich sozusagen ein bisschen ärgern. Weil dass sie doch freiwillig runterkommen müssen. Na, 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 na. So. Was haben wir sonst? Normale Spinnen? Ja, die, genau, die Käfigspinnen habe ich erstmal ausgemacht. Ich weiß nicht, ob die jetzt giftig waren oder nicht. Ist aber eigentlich relativ egal. Ich weiß jetzt nicht, ob das Limited Spawner sind oder einfach nur solche Spawner. Das ist natürlich auch Blödsinn. Jetzt müssen wir halt immer mit Afterlife ein bisschen rumboxen. Was ich sowieso auf dem Schwert machen muss. Afterlife. Der Grund ist wegen den Spawn-Eiern, dass ich noch zur Not nochmal diese Monster habe. Na, 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 na. So, weil ich brauche jetzt zum Beispiel einen Skelett-Spawner irgendwo in der Nähe. Ich aber auch bestimmt irgendwo finden werde, in irgendwelchen Türmen, wo ich dann halt die dann irgendwo nach unten setzen werde. Oder wenn die unterebig sind, dann halt da noch ein paar Wizard farmen kann. Beziehungsweise Skelett Spawn-Eier für Wizard. Das Wasser, ich weiß gar nicht, was das Wasser hier soll. Ist hier noch mehr? Ja. Aber erstmal hier alles weg. Erstmal hier eine schöne Ebene reinziehen, dann das Lehm raus, damit wir eine Smeltree machen können. Was? Ich dachte, hier wäre irgendwas runtergeflogen. Den 4 Minuten noch leider. So. Oh, Lapis. Lapis oder sowas ist immer gut für Glück. Zweite Schaufel. Ja, müssen wir auf jeden Fall dieses Werkzeug machen, was wir für eine Smeltree kriegen. Das ist nämlich kunstvoller und etwas einfacher. Da kann man nicht Auto-Repair machen, dann braucht man nur noch ein Werkzeug und man kann auch Riesenhämmer machen, wo man noch mal einmal kloppen muss. Oh nein, 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 das ist gar nicht gut. So. Dann machen wir hier unten nochmal wieder ein paar Fackeln hin. Weil je mehr ausgeleuchtet, desto besser. Na, 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 na. Leben, 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 leben. Da brauchen wir eh.
massig von. Genau wie Gravel müssen wir noch irgendwo suchen. Gravel, Gravel, Gravel. Hit the Gravel Pit. So. Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert, Gravel Pit. Ich glaube mal schon. Das ist gar nicht so mehr der bekannteste YouTuber, den ich kenne, aber damals geguckt. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, kommt da noch mehr. Kohle brauchen wir auf jeden Fall für den Ofen, wo wir brennen können. Und aus dem Nether müssen wir uns einen guten Platz machen, wo wir Lava ja kriegen. Wegen Lava für die Smeltery allein auch. Und einmal brauche ich Obsidian für... Einmal noch ein Obsidian-Tor. Warte, komm, die hole ich jetzt einfach so, ist egal. Die hätte ich auch mit einer Glücksspitzhacke abbauen können, aber ach warum? So. Die baue ich jetzt einfach so ab. Da weiß ich noch gar nicht, was ich dafür Spitzhacken und sowas benutzen werde. Ich glaube immer, welches auf viel Auto-Repair, halt nicht auf Schnelligkeit, sondern wirklich auf Auto-Repair allgemein. So, Orino, willst du runterkommen? Du willst gar nicht runterkommen, okay. Dann hole ich dich halt runter. Sandstein. Na, warte mal, da kann ich doch so einfach und... Kann ich wieder hochspringen. Na, willst du mich attackieren? Alter! Na, seid jetzt alle aggressiv oder was hier? Alle aggro? Na, komm her. Mache ich euch nämlich alle platt. Kommt her, Rhinos. Oh, die gehen ja schnell down. Bist du vorne? Das ist vorne, geil. So. Nice. Da hinten ist auch noch ein Rhino. Na, bist du angriffslustig? Nein. Die haben mich jetzt in Ruhe gelassen. Was machst du? Hallo? Hallo? Da nicht? So viel Quatsch am Inventar. Ja, es muss auf jeden Fall weitergehen. Die Smeltery muss jetzt gebaut werden. Und ein paar Felder. Aber das machen wir dann halt in der nächsten Folge, glaube ich. Ich glaube, das müssen wir leider erst in der nächsten Folge machen. Werde ich mich mal wieder einschließen, Brot noch schnappen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es dann so langsam auch wieder ans Bauen geht, dass wir halt einen Fortschritt schaffen. Bis dahin, euer Flash oder P und tschüss.